Zum Beispiel. Jede Zahnpasta verspricht, die Zähne zu pflegen, und alle Kartoffelchips sind natürlich knackig und frisch. Genau das heißt auch der Begriff Me Too. Ich auch. Und genau das ist auch das Problem der Hersteller. Wenn alle das Gleiche bieten, wie sorgt man denn dann dafür, dass der Konsument sich für das richtige Produkt entscheidet? Zum Beispiel durch Sympathie. Und genau darum sind witzige Werbespots bei den Herstellern solcher Produkte so gefragt. Und es ist auch kein Zufall, dass es jetzt nur um Kartoffelchips, Mundwasser und Bier geht. Allerdings auf äußerst witzige Art und Weise. Jeder hat morgens einen schlechten Atem. Leider hat nicht jeder was kommt. The party is me. Body is power. The body is strong. Wenn Sie glauben, das sei stark, versuchen Sie mal, eins von denen hier zu stemmen. Hey, Togwill, gehören deine Hosen nicht andersrum? Nein, Manchester Gold von Boddington's. Gelangweilt von mir. Versuchen Sie es doch mal mit Fußball-Toto. Nachdem ich den letzten Spot gesehen habe, da habe ich eins verstanden, warum man in diesen prominenten Fragebögen in Zeitschriften manchmal auch fragt, wem man keinesfalls in der Sauna begegnen möchte. Apropos Prominente. Der junge Mann, den Sie jetzt gleich sehen werden, dem möchten viele junge Frauen sehr wohl in der Sauna begegnen. Er ist Andrew Hsu, der Billy aus der Kultserie Melrose Place. Andrew! Hi, Dagi, komm rein. Ich könnte ein Pferd essen. Dann isst doch die zwei Pizzas für 15,90. Ja, schon besser. Ich dachte, dass ein Star wie du in der Stadt essen geht. Ich kann nicht. Schau. Keine Panik. Die sind nicht für dich. Die sind für mich. Zwei große Pizzas für nur 15,90. Hilfe, das ist ein Notruf. Bitte schicken Sie uns sofort 4 Thunfischpizza von Coca Pizza. Wir brauchen nur noch 3. Es ist immer der richtige Augenblick, um die echte Fettdauer Coca Pizza zu genießen. Fettdauer, unschlagbar. Barmerindus Visa. Die Karte, die Ihnen in über 12 Millionen Unternehmen der Welt Kredit gewährt.
den ganzen Kredit. Mein Herr, bitte, das griechische Restaurant ist gegenüber. Schwarmeringos Visa, das ist alles, was Sie brauchen. Eine junge, neu gegründete Werbeagentur wurde einmal von einem großen Kunden gebeten, sozusagen probehalber, für eine neue Kaffeemaschine eine Werbekampagne zu kreieren. Die beiden jungen Werber suchten nach einer Idee, aber sie kamen zu keinem Ergebnis. Also beschlossen sie, jemanden danach zu fragen, der was davon versteht, nämlich die Leute, die gerne Kaffee trinken. Sie wollten wissen, wie man Kaffee am besten macht, damit er wirklich gut schmeckt. Das Ergebnis der Befragung war sehr einfach. Man macht es wie zu Großmutters Zeiten. Das Kaffeepulver erst einmal hier rein, dann ein bisschen heißes Wasser, aber erst den Rest dann später hinterher, also vorbrühen, damit der Kaffee sein Aroma entfaltet und dann erst wirklich aufgießen. Die beiden jungen Werber fuhren zu ihren Kunden und sagten ihm, dass sie zwar eine Idee hätten, aber nicht für die Werbung, sondern für das Produkt. Eine Kaffeemaschine, die vorbrühen kann. Ein besseres Aroma. Der Kunde ging auf den Vorschlag ein. Die Agentur machte eine Kampagne mit dem Slogan Kaffee wie zu Großmutters Zeiten. Das Ganze wurde ein Riesenerfolg. Auch in dem nun folgenden Spot haben sich die Werber ganz genau umgesehen, was die Leute so machen, damit sie wirklich sauberes Geschirr aus der Spülmaschine kriegen. Spülen Sie immer noch Ihr Geschirr, bevor Sie Geschirr spülen? Warum? Es gibt doch die neue düsenreinigende Spülmaschine von Maytag. Wahrscheinlich sind also Ihre Tage des Vorspülens gezählt. Maytag. Die Leute, auf die Sie sich verlassen können. Das reicht. Das ist das letzte Mal. Ich werde ihn umbringen. Ich habe es ihm tausendmal gesagt. Komm schon, Bob, steh auf! Steh auf! Du benimmst dich wie ein Huhn. Früh gebacken, richtig früh. Safe on Foods, glauben Sie's. TCP wirkt betäubend und antiseptisch. Wenn Sie also damit gurgeln, kann es Erkältungen, Heiserkeit und Halsentzündungen lindern. Kalte Türen an den neuen Öfen von Ariston. Also wie ist es? Also wie ist was? Du weißt schon. Oh Gott. Hey, hey, ich muss es wissen. Oh Mann. Aber wir sind bald dran. Also? Also. Wie geht's dem Durchfall? Hast du Imodium genommen? Ja, ich habe Imodium genommen. Und? Es hat funktioniert. Habe ich doch gesagt. Nur eine Dosis und bingo. Entschuldigung. Imodium. Schnelle Besserung. Oft schon noch eine Dosis. Und? Bist du nicht erleichtert? Ich bin sehr erleichtert. Okay. Jetzt sind wir zu zweit. Also los. Showtime. Vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen, in Restaurants, Flughäfen, Hotellobbys und dergleichen mehr gibt es ein neues Gesellschaftsspiel. Es heißt, für wen ist es? Und wird mit Handys gespielt. Das Ganze funktioniert so. Es klingelt und jeder greift in die Jacken- oder Hosentaschen, in Handtaschen oder an den Gürtel. Und dann sagen alle möglichst gleichzeitig, hallo. Nur um festzustellen, dass das Klingeln für 99% der Anwesenden gar nicht gedacht war. Aber fühlen Sie sich nicht ausgeschlossen, wenn Sie kein Handy haben. Sie können trotzdem mitspielen. Seit über 40 Jahren zusammen.
Schatz. What all the people say. Ist voller Hindernisse und unerwarteter Tücke. Kollege hat sich immer bemüht, die Fahrt so sanft wie möglich zu gestalten. Obwohl wir von Toyota ein neues Logo haben, unsere Verpflichtung ist die gleiche. Häufig testen Werber ihre Ideen. Zum Beispiel fragen sie Leute in Fußgängerzonen, ob denen die Anzeigen oder Werbespots gefallen. Auch Unternehmen testen so ihre Produkte und Angebote. Das Problem ist nur, dass letztlich auch ein solcher Test nichts über den Erfolg einer Werbung oder eines Produktes aussagt. Zum Beispiel sagen Männer in Umfragen häufig, dass sie das tägliche Rasieren als sehr lästig empfinden und es gerne loswerden. Bietet man ihnen aber ein Produkt an, das den Bartwuchs für immer stoppt, will es keiner. Das haben die Marktforscher herausgefunden. Sie können jetzt, statt Zahlen und Statistiken zu lesen, einfach den nächsten Spot anschauen und da feststellen, was noch so alles passiert, wenn man Kunden mit Angeboten konfrontiert. Wenn man sieht, dass Little Caesars zwei Pizzas für nur 5,99 anbietet, reagiert das Gehirn auf 5 Ebenen. Schock, Desillusion, Unglaube, Verwirrung, Verleugnung und schließlich Akzeptanz. Lassen Sie uns Verleugnung nochmal in extremer Zeitlupe betrachten. Zwei Medium-Pizzas mit Käse und Peperoni für nur 5,99. It's a doozy doozy of a deal.